Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Gleich drei Terroranschläge haben heute international für Entsetzen gesorgt. Sie geschahen in Frankreich, Kuwait und Tunesien. Insgesamt starben mindestens 63 Menschen. In Tunesien sind möglicherweise auch Deutsche unter den Opfern. Nach bisherigen Erkenntnissen schoss dort ein Bewaffneter in einer Ferienanlage um sich. 37 Menschen wurden getötet. Der Angriff geschah etwa 150 Kilometer von Tunis entfernt im Badeort Sousse. Ziel waren Gäste von Hotelanlagen an einem beliebten Strand. Der Täter wurde anschließend bei einem Schusswechsel mit Sicherheitskräften getötet. Ein Albtraum wurde heute am Strand im tunesischen Sousse. Schreckliche Wirklichkeit. Ein Terrorist hat wahllos auf Urlauber geschossen und ein Blutbad angerichtet. Augenzeugen berichten, dass sie plötzlich 20, 30 Schüsse am Strand und am Pool gehört hätten. Dann sei sehr schnell eine Panik ausgebrochen. Unter den Toten Einheimische und Ausländer. Und das tunesische Gesundheitsministerium erklärt, dass auch Deutsche unter den Opfern seien. Eine Kugel hat mich am Arm getroffen, erzählt dieser britische Tourist. Ich bin ins Meer gerannt, meine Frau dagegen ins Hotel. Ich habe den Angreifer noch gesehen, wie er weiter um sich schoss. Die tunesischen Behörden machen einen Studenten für die Tat verantwortlich. Er soll seine Waffe vorher in einem Sonnenschirm versteckt haben. Der Täter sei selbst bei der Schießerei getötet worden. In den umliegenden Krankenhäusern werden auch am Abend noch Verletzte behandelt. Reiseveranstalter reagierten sofort und bieten Urlaubern kostenlose Umbuchungen an. Doch für Tunesien ist der heutige Anschlag fatal. Bereits im März hatten Terroristen im Nationalmuseum von Tunis mehr als 20 Menschen erschossen. Danach war der Tourismus massiv eingebrochen. Nach dem heutigen Tag wird er wohl noch weiter zurückgehen. Bundeskanzlerin Merkel hat den Terroranschlag in Tunesien scharf verurteilt. Erneut sei die junge tunesische Demokratie zur Zielscheibe derjenigen geworden, die Chaos und Hass säen wollten, heißt es in einem Konferenzschreiben an den tunesischen Präsidenten. In Berlin hat das Auswärtige Amt einen Krisenstab eingerichtet. Zu möglichen deutschen Opfern gibt es bislang keine Bestätigung. Flughafen Leipzig, Check-in nach Tunesien. Viele sind schockiert über den Anschlag dort. Urlaubsgefühle wollen sich nicht so recht einstellen. Ein gemischtes Gefühl, aber in dem Falle sage ich mal so, wir fahren jetzt nicht dorthin. Ja, wir machen jetzt den Fluch, aber mulmiges Gefühl. Berlin, Auswärtiges Amt, der Krisenstab tagt. Von hier ist bisher nicht bestätigt, dass Deutsche unter den Opfern sind. Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Tunis seien unterwegs zum Anschlagsort. Der Außenminister spricht von einem feigen Mordanschlag. Auch Bundesinnenminister de Maizière zeigt sich entsetzt. Er warnt vor Spekulationen über deutsche Opfer. Die Behörden arbeiteten mit Hochdruck. Was die Täter angehe, werde jeder mögliche Bezug zu Deutschland geprüft. Auch Deutschland ist ausgesetzt einer ernstzunehmenden Bedrohungsgefahr. Auch wenn wir jetzt keine konkreten zusätzlichen Hinweise haben. Aber unsere Behörden bleiben wachsam. Das Hotel, vor dem es zur Schießerei kam, gehört zum TUI-Konzern. 260 Gäste hat der Konzern am Anschlagsort und fürchtet nun, dass Kunden unter den Opfern sind. Wir arbeiten jetzt eng mit dem Auswärtigen Amt zusammen und auch mit den Behörden vor Ort, haben auch unsere Präsenz vor Ort verstärkt, schicken im Übrigen auch jetzt Care-Team-Mitglieder, also geschulte TUI-Mitarbeiter dort runter, um einfach die Präsenz zu verstärken. TUI bietet Kunden in diesem Sommer den kostenlosen Rücktritt von Reisen nach Tunesien an und organisiert vor Ort auch vorzeitige Abreisen. Zu dem Anschlag in Tunesien sendet das Erste einen Brennpunkt um 20.15 Uhr, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Weitere Hintergrundinformationen zum Thema finden Sie auch auf tagesschau.de. Auch Frankreich ist heute erneut Ziel eines mutmaßlich islamistischen Anschlags geworden. Bei Lyon raste ein Lieferwagen in eine Fabrik für Industriegase und löste mehrere Explosionen aus. Unmittelbar danach wurde auf dem Gelände eine enthauptete Leiche gefunden. Mehrere Menschen wurden festgenommen. Präsident Hollande sprach von einem Terroranschlag. Für die Region wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Es war kurz vor 10 Uhr heute Morgen.
mit großer Geschwindigkeit fuhr ein Wagen auf diese Gasfabrik in der Nähe von Lyon zu. Der mutmaßliche Attentäter verschaffte sich Zugang auf das Gelände und sprengte mehrere Gasbehälter in die Luft. Als er versuchte, in die Fabrikhallen zu gelangen, wurde er von der Feuerwehr überwältigt. Wenig später fand die Polizei eine enthauptete Leiche, versehen mit arabischen Schriftzeichen. Es wurden auch islamistische Flaggen sichergestellt. In Anbetracht dieser furchtbaren Tat, dieser widerlichen Barbarei, die die Taten der Terroristen bestimmen, möchte ich sagen, dass unser Land stärker sein wird. Der mutmaßliche Attentäter wurde unmittelbar nach der Tat gefasst und identifiziert. Seine Ehefrau und seine Schwester sind den Polizeigewahrsam. Wir machen jetzt die Arbeit, die die Franzosen von uns erwarten, sie zu schützen und gleichzeitig die Wahrheit zu ermitteln und die Gruppen auszumerzen, die für solche Taten verantwortlich sind. Der Hauptverdächtige war bis 2008 im Visier der Geheimdienste, weil er als radikaler Islamist aufgefallen war. Zwischen 2011 und 2014 haben die Geheimdienste ihn punktuell beobachtet, weil er der Salafistenbewegung in Lyon nahestand. Am Nachmittag hat Präsident Hollande den Sicherheitsrat in Paris einberufen. Für den Großraum Lyon gilt nun die höchste Terrorwarnstufe. Auch in Kuwait wurde heute ein Anschlag verübt. Bei einem Selbstmordattentat auf eine Moschee sind mindestens 25 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Der Täter hat offenbar inmitten der Gläubigen einen Sprengstoffgürtel gezündet, als sich etwa 2000 Menschen zum Freitagsgebet in der schiitischen Moschee versammelt hatten. Eine Untergruppe der sunnitisch ausgerichteten Terrormiliz Islamischer Staat soll sich zu der Tat bekannt haben. Im Schuldenstreit zwischen den internationalen Geldgebern und Griechenland gibt es nach wie vor keine Einigung. Und es bleibt immer weniger Zeit, einen drohenden Staatsbankrott des Landes abzuwenden. Eine Entscheidung über die Zukunft Griechenlands wird nun für morgen erwartet, wenn die Eurofinanzminister erneut in Brüssel zusammenkommen. Der Schuldenstreit überschattete heute auch den EU-Gipfel. Die Entscheidung rückt näher und diesmal wohl wirklich. Noch einmal treffen sich die Bundeskanzlerin und der französische Präsident beim EU-Gipfel in Brüssel mit Alexis Tsipras. Wir haben dort über das Prozedere, also über die nächsten Schritte gesprochen und haben ihn sehr ermuntert, das außergewöhnlich großzügige Angebot der drei Institutionen jetzt auch anzunehmen, also diesen letzten Schritt zu gehen. Das Angebot der Institutionen sieht offenbar vor, das Griechenland-Programm bis Ende November zu verlängern und zusätzliche Milliarden für den griechischen Haushalt freizugeben. Alexis Tsipras reist ab und fasst sich kurz. Er sagt nur, er werde europäische Grundprinzipien verteidigen, Solidarität, gegenseitigen Respekt. Diese Prinzipien basieren nicht auf Erpressung oder Ultimaten. Besonders in diesen entscheidenden Zeiten hat niemand das Recht, diese Prinzipien zu gefährden. Es ist doch keine politische Erpressung, wenn wir ständig wiederholen, dass der Tag nahe ist, an dem das Spiel aus ist. Morgen muss es geschehen, heißt es in Brüssel, dann kommen erneut die Euro-Finanzminister zusammen. Vergleicht man das neue Angebot mit der bisherigen Vereinbarung zwischen Griechenland und den Gläubigern, so stellt man fest, Alexis Tsipras hat bereits erhebliche Zugeständnisse herausgeholt. Doch am Abend kommt das Signal aus Athen nach Brüssel, so können wir dem nicht zustimmen. Es wird offensichtlich bis zur letzten Sekunde gepokert. Auch die Flüchtlingspolitik war Thema auf dem EU-Gipfel. Wie erwartet konnten sich die Staats- und Regierungschefs nicht auf verbindliche Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen einigen. Stattdessen sollen insgesamt 60.000 Flüchtlinge auf freiwilliger Basis auf alle Staaten der EU verteilt werden. Auch heute campen wieder hunderte Flüchtlinge an der italienisch-französischen Grenze. Eigentlich müssen sie in Italien bleiben, doch sie versuchen immer wieder nach Norden durchzukommen. Eine verbindliche Quote, die Migranten gerechter in der EU verteilt, hätte Italien und Griechenland entlastet. Doch der Widerstand war zu groß. Italiens Regierungschef ist wütend. Es kann nicht sein, dass angesichts des Flüchtlingszustroms, dieses großen Notstands, der Egoismus regiert. Europa ist doch Solidarität und nicht Egoismus. Zwar will die EU 60.000 Bürgerkriegsflüchtlinge aufnehmen und neu verteilen, aber ohne feste Quoten. Kein Staat soll verpflichtet werden, einer bestimmten Anzahl Menschen eine neue Heimat zu geben. Da unsere
Entscheidungen immer nur einstimmig erfolgen können, ist die Situation halt so, dass wir jetzt es auf dieser freiwilligen Basis versuchen. Es ist also ein kleiner Schritt voran, aber es werden noch weitere Schritte folgen müssen. Ein fauler Kompromiss sei das auf dem Rücken der Flüchtlinge, so die Kritik. Also weiterhin wird der Kopf einfach in den Sand gesteckt, als würden die Menschen nicht kommen. Bis Juli sollen die EU-Mitglieder nun angeben, wie viele schutzbedürftige Menschen sie aufnehmen können oder wollen. Ungarn baut einen Zaun, um Migranten von der Einreise abzuhalten. Italien, so heißt es, lässt viele Flüchtlinge einfach über die Grenzen weiterziehen. Europa findet keine gemeinsame Linie. Solidarität sieht anders aus, kritisiert nicht nur die Regierung in Rom. In einer als historisch geltenden Entscheidung hat der oberste Gerichtshof der USA die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in allen 50 Bundesstaaten für zulässig erklärt. Bislang bestehende Verbote müssen damit aufgehoben werden. Die Richter begründeten ihre Entscheidung mit dem von der Verfassung garantierten Gleichbehandlungsgrundsatz. Präsident Obama sprach von einem Sieg für die USA. Fernsehpraktikanten brechen Sprintrekorde. Sie können den historischen Richterspruch gar nicht schnell genug in die Live-Nachrichten bringen. Mit 5-4 Stimmen hat das oberste US-Gericht entschieden, die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren, und zwar landesweit in allen 50 Bundesstaaten. Schwule und Lesben bejubeln den Sieg nach jahrzehntelangem Kampf. Wir sind so froh, dass, wenn wir nun nach Hause zurückkehren, unsere Ehe genauso anerkannt ist wie die unserer Nachbarn. Das Weiße Haus zeigt sich in Regenbogenfarben. Auch der US-Präsident würdigt die gesellschaftliche Bedeutung der heutigen Entscheidung. Dies ist ein Sieg für Amerika und bestätigt, was Millionen von Herzen glauben. Wenn alle US-Bürger gleich behandelt werden, sind wir alle freier. Ein schwuler Männerchor besingt den historischen Tag, doch Amerikas Konservative reagieren geschockt. Louisianas republikanischer Gouverneur Jindal wettert, die Ehe zwischen Mann und Frau sei von Gott kreiert. Kein weltliches Gericht könne dies ändern. Die landesweite Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe, zweifellos eine Sensation. Obwohl die Republikaner mit teilweise erzkonservativen Positionen den Kongress beherrschen, wird die US-Gesellschaft insgesamt immer liberaler. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn ist die Schlichtung zum zweiten Mal verlängert worden, und zwar bis zum Dienstag kommender Woche. Es gebe zwar erste Ergebnisse, der Sachverhalt sei aber sehr komplex, teilten die Schlichter mit. Am Mittwoch solle ein Ergebnis vorgelegt werden. Bis dahin gilt die Friedenspflicht und Streiks sind ausgeschlossen. Zum Abschluss ihrer Deutschlandreise hat die britische Königin Elisabeth II. Erstmals ein ehemaliges Konzentrationslager besucht. In der KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen legte sie einen Kranz zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus nieder. Bergen-Belsen war im April 1945 von britischen Soldaten befreit worden und galt seitdem in Großbritannien als Symbol für die Nazi-Verbrechen und den Holocaust. Es ist ein seltener Moment bei diesem Staatsbesuch. Einen Teil des Weges über die Gedenkstätte in Bergen-Belsen legt das Königspaar alleine zurück. Der Rundgang dauert länger als vom Protokoll vorgesehen. Die Königin ist zur gleichen Zeit geboren wie viele, die hier starben. Da merkt man, man führt jemanden herum, für den die Geschichte eben nicht Geschichte ist, sondern das eigene Leben. Elisabeth II. Ehrt die Opfer aller Konzentrationslager. In Bergen-Belsen brachten die Nationalsozialisten mindestens 70.000 Menschen um. Die Queen trifft Überlebende, die 1945 von britischen Soldaten befreit werden konnten. 70 Jahre sind vergangen. Es wird Zeit, dass sie sich das anschaut. Aber die Queen hat sehr viel zu tun. Der dreitägige Staatsbesuch des britischen Königspaares endet auf dem Militärflugplatz von Celle. Begleitet vom Jubel vieler Menschen, aber doch in nachdenklicher Stimmung. Für viele Fans ist es bereits ein vorgezogenes Finale. Bei der Frauenfußball-WM in Kanada tritt die deutsche Nationalmannschaft in knapp 2 Stunden im Viertelfinale gegen den Weltranglisten-Dritten Frankreich an. Gut gelaunt geht's zum Anschwitzprogramm für die deutsche Nationalmannschaft. Den Kreislauf anregen vor wenigen Stunden in einem Park nahe des Hotels in Montreal. Es gilt, den Durchblick zu behalten, auch für die geradezu entspannt wirkende Bundestrainerin Sylvia Knight gegen extrem spielstarke Französinnen. Der Weltranglisten-Erste Deutschland gegen die Nummer 3, das Duell wäre eines Endspiels würdig. Warum sie bereits im Viertelfinale gegeneinander antreten, will keiner so recht beantworten.
Ich denke, das ist eine Frage an die FIFA und nicht an uns. A question for you. Please answer. Kein Kommentar von der FIFA. Aber klar ist, dass ein großer Favorit auf den Titel heute ausscheiden wird. Deutschland muss also auf die eigenen Stärken vertrauen. Frühes Pressing, Laufbereitschaft, Effizienz vor dem Tor sowie im Achtelfinale gegen Schweden. Diese Tugenden werden sie von Beginn an abrufen müssen in der Olympiastadt Montreal, um in dem Duell der stärksten Teams der Welt bestehen zu können und ins Halbfinale einzuziehen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 26. Juni. Ein Ausläufer des nordatlantischen Tiefs sorgt morgen zusammen mit feuchter Luft für teilweise kräftige Schauer und Gewitter. In der Nacht gibt es erst vor allem im Norden, später vom Westen bis in die Mitte zum Teil gewittrige Regenfälle. Die können lokal unwetterartig sein und erreichen morgen auch den Süden und Osten. Im Tagesverlauf zeigt sich vom Westen bis in die Mitte wieder häufiger die Sonne. In der Nacht im Rhein-Main-Gebiet 18, am Alpenrand 10 Grad. Morgen werden an der Nordsee 17, am Oberrhein 27 Grad erreicht. Am Sonntag an den Alpen Schauer, im Nordosten und Osten auch Gewitter, sonst oft freundlich. Montag im Norden einige Schauer, im Süden freundlich und trocken. Am Dienstag im Südwesten längerer Sonnenschein, sonst auch einige Wolken und vereinzelt Schauer. Morgen ist übrigens der 27. Juni. Die Tagesthemen melden sich um 22 Uhr. Thomas Roth informiert Sie über die weiteren Entwicklungen nach dem Attentat in Tunesien und über das Tauziehen mit Griechenland um eine Lösung der Schuldenkrise.